been feeling lonely. In a morning, man, it's time to end the ride. Fading into slowly. With those gonna lift me up this time. Cisco und ich fahren nach Fehmarn. Es ist 20 vor 5. Die haben jetzt Futter und ja. Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg, um meine Freundin zu holen. Und es ist einfach mal 5 Uhr. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch schon die Pferde direkt gefüttert. Ja, denn es geht in einer halben Stunde los nach Fehmarn. Ich bin mal gespannt, denn auf der Autobahn ist eine Strecke gesperrt und kurz vor Fehmarn soll irgendwie auch noch eine Baustelle sein. Das heißt, es könnte verdammt viel Stau auf uns zu kommen. Und ich weiß halt nicht, ob ich es dann zur ersten Prüfung schaffe. Ich hoffe einfach mal, weil wenn nicht, wäre das total scheiße. Aber ich bin eigentlich früh dran und ja, wenn ich dann nicht, dann ist das so. Ich habe auch noch keine Startbereitschaft erklärt. Das werde ich auf dem Weg machen und man kann ja immer noch zurückziehen, weil wenn ich im Stau stehe, ja, ist es eingeplant. Ich habe ganz viel Zeit eingeplant, aber wer weiß, kann immer anders kommen. Und ja, Cisco werde ich auch nur putzen und alles andere werde ich versuchen da zu machen. Ich hoffe, das klappt, sonst muss ich mir irgendjemand zum Helfen holen. Aber eigentlich, ja, er war heute Morgen so ein bisschen in der Schockstarre, als ich da um kurz nach 4 aufgetaucht bin, hat er mich so ein bisschen angeguckt, so, was hast du jetzt vor? Er wird auch nicht auf die Koppel kommen oder so. Also ich werde gleich, wenn ich meine Freundin mit habe, direkt zu Cisco, ihn fertig machen, aufladen und dann geht's los. Ich denke mal, wir sehen uns auch dann wieder. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Are running wild. We got a good thing going. Why we gotta feel amplified? Sing to the morning. Countless hours spending by your side. Hallo. Hallo. Einmal 3 Euro bitte. Ja. Wenn Sie kriegen ja noch einen Punkt, darf ich den gerne machen. Noch ein Programm? Ja, das wäre super. Danke schön. Okay, bitte. Vorne rechts werden Sie eingewiesen. Ja, ja? Danke schön. You look at me, I'm soaring. Seeing all the truth behind your eyes. See you. For a moment even hope that I can feel you. See you. All that I wanted was to tell you that I need you. Den Stolzplatz und dann auf den Liebhaberskotplatz. Wo sind die? Jetzt ein Platz. Ich wollte sagen, warum fragst du mich das? Ein beliebiger Platz. Okay, wir müssen zur Meldestelle. Motiviert. Wie ich empfehle.
kalt. So kalt hier. Bin nach Hause. In mein Bett. Boah. Seh nicht. Ich stand. Ja, so was. Hast du den irgendwo anders hingepackt? Kleines Ziege bisschen, ne? Das ist nicht zu fassen, sonst saust du dich ein. 30, Springflug der Klasse S. Die mittlere Tour für U25. Reiter der Klasse 1 bis 3. Diese Prüfung zugleich Einlaufprüfung im Drewke Future Cup und ist auch zugleich Sichtung für die Junioren. Zu den deutschen Juniorenmeisterschaften. Und einige Informationen, meine Damen und Herren, hier für den Drewke Future Cup. Pumping thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Sing to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring. Pumping thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Sing to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you for a moment, even hope that I can feel. So, ich bin wieder zu Hause. Es ist auch mittlerweile schon 21 Uhr, aber ich bin schon seit 7 zu Hause und habe schon das Auto mit meiner Freundin ausgepackt, beziehungsweise sie hat den größten Teil ausgepackt. Und ich habe nochmal Cisco und Dodo rausgelassen. Und ja, ich bin super müde. Ich habe auch wieder Wimpern gestern verlängert bekommen, deswegen habe ich rote Augen. Und ich habe aber auch nur 4 Stunden Schlaf gehabt, denn ich bin 4 Uhr morgens aufgestanden. Ja, und ich habe halt mit Stau gerechnet auf der Autobahn und am Ende war da kein Stau. Null.
Und wir waren viel zu früh da, wir waren direkt um 8 Uhr schon da, aber ja, lieber zu früh als zu spät. Und dann hatten wir genügend Zeit, Cisco nachher die Steuern einzudrehen, ihn zu satteln und alles. Und damit ich Zeit habe zum Parcours abgehen und so. Ja. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt, habe ich mein allererstes S geritten. Und ich war so nervös, schon die Tage davor. Und oh, es ging einfach so gut dann irgendwie doch. Also war jetzt nicht mein bester Ritt. Ich habe irgendwie keine Distanzen mehr gesehen, weil ich so nervös war. Aber Cisco hat mich so gut gerettet, aber er war ein bisschen spannig. Also er hat sich gut übersprungen und immer so fest im Rücken gemacht, als er abgesprungen ist. Und ich habe ihn halt nicht in ein gutes Grundtempo bekommen. Also es war halt eine S-Zeit natürlich. Und ich bin dann auf die langen Wege geritten. Aber wir waren am Ende 0 und wurden 12. Wir waren am Anfang sogar mal 5. Ja, aber wir hatten leider den langsamsten Nullritt, weil ich halt einfach die ganzen Langwendungen geritten bin und auch nicht mit Tempo durch, sondern ganz normal, da ich einfach durchkommen wollte, was ja verständlich ist. Und für den Anfang ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, aber ich wurde einfach noch platziert. Ich habe einfach mein erstes S-Sprint geritten und gleich eine Platzierung abgesahnt und... Oh, ich bin Cisco so dankbar, denn er war so gut drauf und er blieb entspannt, weil ich muss zugeben, ich war diesmal super nervös und er hat es so gemerkt, aber er hat versucht, mich dann zu entspannen und das war so cool. Ja. Ah. Oh. Danach gab es eine ziemlich lange Pause und wir haben dann einfach geschlafen im Auto. Das Coole war, wir standen halt auch ziemlich nah am Platz, also wir konnten auch zugucken und so. Also da standen ein paar Autos davor, ein paar Flaggen, aber so ein bisschen konnten wir was mitbekommen und man konnte alles hören. Wir haben dann so ein bisschen Fenster runtergemacht und zugehört und dann sind wir eingeschlafen. Aber auch nur für 20 Minuten oder so. Ich hatte mir auch extra einen Wecker angestellt. Ja. Und dann... Genau, 15.15 Uhr ging dann das M-Stil los. Das war eigentlich eine Quali für den Eggersmann Cup. Und... Ja, beim Abreiten war Cisco so, naja, er wollte lieber die höheren Sprünge springen. Ich bin dann auch noch ziemlich hohe Sprünge gesprungen. Was heißt ziemlich hoch, aber es war einfach, das M war eingegraben. Es war super, super niedrig und weiß ich nicht, das war so klein, dass ich wusste, dass Cisco das nicht ernst nehmen wird. Denn zurzeit ist er so, L findet er total blöd. Da fängt er jetzt an, wieder zu rennen und Schwachsinn zu machen. Und ja, das war halt, wenn es hochkommt, ein L. Der erste Sprung, also ich würde das als A-Sprung sehen. Ich weiß nicht, das war ein M. Und in meiner Abteilung waren halt nur Leute von LK3. Da verstehe ich nicht, warum man das dann so niedrig macht. Das war ein M-Stil. Ja, er war halt beim Abreiten ein bisschen komisch und ich hatte auch keine Lust, dann immer ständig jemanden zu fragen, ob er mir den Sprung kleiner machen kann oder so. Und dann bin ich halt die Sprünge so genommen. Bei den größeren Sprüngen ging es, aber bei den niedrigeren nicht. Also die größeren Sprünge waren jetzt auch wie normales M eigentlich. Aber halt mehr als da drin stand. Und ja, es war auch auf dem anderen Platz, der halt ziemlich klein war und nichts Besonderes. Cisco mag eindeutig lieber auf größeren Plätzen laufen, was ja irgendwo auch verständlich ist. Und dann bin ich geritten und es fing ganz gut an, aber dann hatten wir schnell einen an der Kombi und Cisco reist eigentlich nie. Ich weiß gar nicht. Naja, egal. Aber er hat einfach die Beine hängen lassen. Ich weiß gar nicht. Also es war jetzt nicht so, dass es total unpassend war, aber er ist so ein bisschen noch reingefallen und ja, das ist ja nicht so hoch, muss man sich ja nicht anstrengen. Er hatte überhaupt keine Lust mehr auf dieses Springen. Ja, und dann habe ich in der einen Distanz halt einen Galoppsprung weniger gemacht. Eigentlich wollte ich das flüssiger reiten, damit es einfach gut aussieht und das gar nicht so auffällt. Aber ja, Cisco hat dann nicht so reagiert wie erwartet. Und dann wurde das doch ein bisschen groß, aber halt... Keine Ahnung, ich wusste auch nach dem Essen nicht mehr, wie ich diese Sprünge anpeilen soll, weil die einfach super niedrig waren. Ja. Deswegen haben wir eine 7,8 bekommen, minus 0,5. Dann hatten wir am Ende eine 7,3. Wurden nicht mehr platziert, da die mit den Noten, oder was auch immer die mit den Noten gemacht haben. Der zweite Ritt hat eine 9,2. An sich war der Ritt nicht schlecht, aber da war eine Wendung eingebaut,
die total abgehackt war. Das Pferd ist fast stehen geblieben und war total verwirrt, weil er einfach das Pferd nach dem Sprung rumgerissen hat und dann den nächsten Sprung angeritten ist, anstatt einfach um den anderen Sprung rumzureiten, weil es war ein Stiel. Und dann kriegt sowas eine 9,2 und 8, irgendwas gab es auch. Und die hatte, oder der, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so aufgepasst, hatte einfach mal Kreuzgalopp. Ja, kann man auch mal durchziehen, ne? Also, ich weiß nicht, die haben so ein bisschen, die Richter haben ein bisschen auf Namen geachtet und ja, ich meine, ich hätte eh nichts Besseres bekommen. Also das war eigentlich schon wieder gut. 5 Fehler und einen Galoppsprung weniger, aber ja, hätte besser laufen können. Ich habe es mir gewünscht, aber gut, mein Essen ist fertig. Ich habe mich auch den ganzen Tag irgendwie von ungesundem Zeug ernährt. Butterkekse und nimm zwei. Das war meine Ernährung heute. Ach, es gab einen Apfel am Anfang zum Frühstück. Einen halben, den habe ich mir mit Cisco geteilt. Und das war es dann auch, weil ich irgendwie, ich war so aufgeregt, ich hatte dann keinen Hunger mehr und dann war ich zu müde, um was zu essen. Und dann habe ich geschlafen und dann ging es schon weiter. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr und wollte einfach nur noch nach Hause, weil boah, ich bin so kaputt. 4 Stunden Schlaf und dann so viel Aufregung ist doch ein bisschen zu viel für mich gerade. Also ich bin doch eigentlich fit, aber ich freue mich so sehr auf mein Bett. Ja, deswegen habe ich mir noch schnell was zu essen gemacht und ja, werde Cisco jetzt noch einsperren und das war's auch schon mit meinem Vlog hier und ja, wir sehen uns sicher bald wieder. Also bis dann! Into the morning, countless hours spinning by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes.